Give some napkins, one of you. I remember standing in the bathroom, brushing my daughter's hair. She was 12, almost 13, and it's just amazing. In unserem ersten Fall werden wir über die tragischen Geschichten zweier Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren sprechen. Außerdem werden wir über die mysteriöse Verschwindensgeschichte eines Paares sprechen und Zeuge einer überraschenden Wendung nach vielen Jahren sein. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Jennifer Bastian, am 15. April 1973 in Chicago geboren. Im Jahr 1986 stand sie kurz vor dem Abschluss der Mittelschule. Sie war sowohl in der Schule als auch in ihrer Umgebung sehr beliebt. Am Montagnachmittag, dem 4. August, verließ sie ihr Zuhause in Tacoma mit dem Fahrrad. Sie plante, im Point Defiance Park zu trainieren, da eine bevorstehende Fahrradtour anstand. Sie hinterließ ihren Eltern einen Zettel, in dem stand, dass sie bis 18:30 Uhr draußen sein würde. Sie gab an, dass sie eine Pause vom Fahrradfahren gemacht und etwas Wasser getrunken habe. An diesem Tag wurden einige Personen im Park gesehen. Und laut späteren Zeugenaussagen sah sie zu diesem Zeitpunkt gut aus. Allerdings kehrte Jennifer nicht um 20:30 Uhr nach Hause zurück. Ihre besorgte Familie wartete bis 20:30 Uhr ab und meldete sie dann als vermisst bei der Polizei. Die Polizei reagierte sofort und suchte den Park und seine Umgebung ab. Bei den ersten Suchen wurde jedoch nichts gefunden. Leider wurde die schreckliche Entdeckung zwei Tage nach ihrem Verschwinden gemacht. Jennifers Leiche wurde in der Nähe des Ortes, an dem sie zuletzt gesehen wurde, in einem bewaldeten Gebiet, von einem Läufer gefunden. Der Läufer hielt aufgrund eines starken Geruchs entlang der Five Mile Drive an. Anschließend entdeckte er Jennifers Leiche, die zwischen den Büschen versteckt war. Bei den Ermittlungen am Tatort glaubte die Polizei, dass die Leiche an den Fundort gebracht worden war. Ihr Fahrrad wurde ebenfalls in der Nähe des Tatorts gefunden. Die Autopsie ergab, dass sie sexuell missbraucht und erstickt wurde. Die genaue Todesursache wurde als Erstickung durch Sauerstoffmangel, also Asphyxie, festgestellt. Die Polizei leitete eine Morduntersuchung ein, war sich jedoch sicher, dass Jennifer nicht das erste Opfer des Täters war. Denn 5 Monate vor ihrem Mord war ein 12-jähriges Mädchen namens Michaela Welch verschwunden. Am 26. März gegen 10 Uhr morgens wurde berichtet, dass sie den Puget Park besucht hatte. Danach wurde sie als vermisst gemeldet. Michaela war mit ihren beiden jüngeren Schwestern im Park. Wie Jennifer fuhr auch sie Fahrrad. Als sie ankamen, rannten Michaelas Schwestern zum Spielen in den Park. Michaela machte jedoch eine kurze Pause, sie kehrte dann nach Hause zurück, um ihre Aufgabe als ältere Schwester zu erfüllen und das Mittagessen für die Mädchen zuzubereiten. Sie fuhr mit dem Fahrrad nach Hause. Als sie zum Park zurückkehrte, konnte sie ihre Schwestern dort nicht finden. Michaela legte ihr Mittagessen an den Tischen im Park ab und begab sich auf die Suche nach ihnen. Ihre Schwestern kehrten eine Stunde später zum Park zurück, aber ihre Schwester Michaela war nicht da. Die Mädchen gingen wieder zum Spielen weg. Am Nachmittag bemerkte eine ihrer Schwestern, dass Michaelas Fahrrad neben den Tischen stand. Daraufhin gingen die Mädchen auf die Suche nach ihrer Schwester, fanden sie aber nie. Als Michaela um 3 Uhr immer noch nicht zurückgekehrt war, meldeten ihre Eltern sie als vermisst, zuerst bei ihrer Familie und dann bei der Polizei. Die Polizei kam sofort in den Park, um nach ihr zu suchen, und ein Zeuge trat auf. Ein 13-jähriger Junge sagte aus, er habe unter einer nahegelegenen Brücke einen Mann gesehen, der die Mädchen beobachtete. Aber die Identität dieses Mannes konnte nicht festgestellt werden.
Später in der Nacht wurde Michaelas Leiche in einer abgelegenen Gegend, vom Spielplatz entfernt, gefunden. Sie lag in einer improvisierten Feuergrube und war Opfer eines sexuellen Übergriffs, wurde geschlagen und erwürgt. Der Gerichtsmediziner führte eine Autopsie durch und stellte fest, dass Michaela aufgrund eines Schlaganfalls am Kopf gestorben war. Es gab auch Beweise für den sexuellen Übergriff. DNA-Proben wurden vom Tatort genommen, aber zu dieser Zeit war die DNA-Technologie nicht so fortgeschritten wie heute. Es gab keine Möglichkeit, Tests durchzuführen. Trotz umfangreicher Ermittlungen und Hinweisen hatte die Polizei keine Beweise, um jemanden mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Als Jennifer getötet wurde, war noch niemand für Michaelas Mord verantwortlich gemacht worden. Aufgrund der Ähnlichkeit der Fälle glaubte die Polizei, nach demselben Täter zu suchen. Trotz tausender Hinweise gab es keine Fortschritte in beiden Fällen. Im Jahr 2006 wurde aus den Abstrichen, die bei Michaelas Autopsie genommen wurden, ein männliches DNA-Profil entwickelt. Es wurden landesweite und bundesweite Datenbanken durchsucht, aber erneut erfolglos. Für diese Ermittler war es eine Sackgasse. Bis zum Jahr 2013, als sie auf einen Detective stießen, der gute Arbeit leistete. Im Jahr 2013 beschloss ein Detektiv, einen DNA-Test an Jennifers Badeanzug durchzuführen. Als Jennifers Leiche gefunden wurde, war ihr Badeanzug bis zum Knöchel heruntergezogen. Daher glaubten sie, dass der Täter ihn vor der sexuellen Übergriffshandlung ausgezogen hatte. Überraschenderweise wurde jedoch niemals ein DNA-Test durchgeführt. Diese Annahme war falsch, das heißt, es handelte sich um eine ernsthafte Vernachlässigung. Bei dem durchgeführten Test wurde bestätigt, dass sich im Schritt des Badeanzugs Sperma-DNA befand. Die gewonnene DNA wurde mit der DNA verglichen, die von Michaelas Körper genommen wurde. Es ergab sich keine Übereinstimmung. Die Polizei erfuhr erst nach 30 Jahren, dass nicht nur ein, sondern zwei Mörder beteiligt waren. Diese Entwicklung, die im Laufe der Jahre aufgedeckt wurde, veränderte den Verlauf der Ermittlungen. Die beiden Mordfälle wurden getrennt voneinander untersucht. Das Verbrechenslabor der Washington State Patrol erstellte ein DNA-Profil aus dem Sperma, das auf Jennifers Badeanzug gefunden wurde. Wie im Fall von Michaela gab es keine Übereinstimmung in den staatlichen und nationalen Datenbanken. Die Polizei erstellte eine Liste potenzieller Verdächtiger, um DNA-Proben zu entnehmen. Auf dieser Liste befand sich ein Mann namens Robert Washburn, der derzeit 66 Jahre alt ist. Im Jahr 2017 verfolgte die Polizei Robert bis zu einer Wohnung in Illinois. Robert lebte dort mit seiner behinderten Tochter und war ihr Vollzeitbetreuer. Es wurde eine DNA-Probe von ihm angefordert und Robert stimmte freiwillig zu. Die Analyse ergab eine perfekte Übereinstimmung. Robert wurde verhaftet und wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Er wurde schnell nach Washington überführt. Als Jennifer getötet wurde, war Robert 28 Jahre alt und lebte 9 Blocks von ihr entfernt. Zu dieser Zeit arbeitete er als Mechaniker bei Boeing und heiratete 4 Jahre nach Jennifers Mord. Nach Aussage ihrer Ex-Frau Cindy Stevens hatte sie keine Ahnung von ihrer Beteiligung an Jennifers Mord. Sie beschrieb ihren Ex-Mann als immer freundlichen Menschen. Aber das Paar hatte Ende der 1990er Jahre die Scheidungsentscheidung getroffen. Roberts Verhaftung schockierte auch die Nachbarn in dem Apartmentgebäude. Sie beschrieben Robert als fürsorglichen, ruhigen Mann, der viel Zeit mit seiner Tochter verbrachte. Für die Polizei war diese Verhaftung jedoch keine Überraschung, da Roberts Name bereits in Jennifers Mordakte vorhanden war. Im Jahr 1986 wurde er als potenzieller Verdächtiger im Fall Jennifer befragt. Zu dieser Zeit hatte die Polizei jedoch nicht genügend Beweise, um ihn mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen. Obwohl er als potenzieller Verdächtiger aufgeführt war, war er nicht der Hauptverdächtige in der Akte. Robert zog im Mai 1986, bevor Jennifer verschwand, die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Im Zusammenhang mit dem Fall Michaela rief er die Polizei an und sagte, dass er ihnen einen Hinweis geben wollte.
Die Polizei hatte eine Skizze eines Mannes veröffentlicht, von dem sie glaubten, dass er im Mordfall Michaela verdächtig war. Robert sagte den Beamten, dass er oft im Park joggte und einen Mann gesehen habe, der der Beschreibung entsprach. Indem er ihnen sagte, dass er manchmal zweimal am Tag im Park laufe, setzte er sich selbst auf die Liste der Verdächtigen im Fall Jennifer. Er gestand, dass er am Tag von Jennifers Verschwinden im Park war und sogar den Weg benutzte, auf dem ihre Leiche später gefunden wurde. Dennoch hatten die Beamten zu diesem Zeitpunkt keine Beweise, um ihn festzunehmen. Vor Beginn des Prozesses gab Robert zu, dass er schuldig am Mord an Jennifer sei. Laut seiner Aussage hielt er Jennifer am Arm fest. Er brachte sie in den Wald und beging sexuellen Übergriff, dann erdrosselte er sie. Robert wurde zu einer Haftstrafe von 27 Jahren verurteilt. Während der Verhandlung verweigerte er das Sprechen, aber seine vorherige schriftliche Aussage wurde vor den Augen von Jennifers Familie verlesen. Ich habe sie bis zum Tod erdrosselt, ich bin sehr traurig über Jennifers Tod. Jennifers Mutter Patty sagte Folgendes. Am 4. August, an dem du beschlossen hast, unsere 13-jährige Tochter brutal zu ermorden, wurde für uns jegliche Normalität ausgelöscht. Jennifers Schwester Teresa Bastian beschrieb die Auswirkungen von Jennifers Tod auf sich selbst. Vor Gericht sagte Teresa, dass sie ihrer eigenen Tochter nicht beibringen konnte, Fahrrad zu fahren. Im Fall Michaela Welch liefen die Ermittlungen parallel zu dem Fall Jennifer. Im Jahr 2015 bat die Polizei das Unternehmen Parabon Nanolabs um Hilfe, um visuelle Hinweise auf den Verdächtigen zu erhalten. Parabon teilte 2016 mit, dass der Verdächtige wahrscheinlich hellhäutig, braunäugig und braunhaarig sei. Im Jahr 2018 gaben die Detektive Parabon Nanolabs die Genehmigung, die DNA in die GetMatch-Datenbank hochzuladen, die eine genetische Stammbaumdatenbank ist. Auf der Grundlage genetischer Übereinstimmungen in GetMatch wurde schließlich ein Stammbaum erstellt und zwei Verdächtige identifiziert. Beide lebten zum Zeitpunkt von Michaelas Ermordung in Tacoma und waren sogar Geschwister. Die Polizei verfolgte einen der Brüder, den 66-jährigen Gary Charles Hartman, bis zu einem Restaurant. Anschließend bat sie den Kellner um eine Serviette, mit der Gary sich den Mund abwischte. Der DNA-Test ergab, dass die DNA auf der Serviette mit der am Tatort gefundenen DNA übereinstimmte. Gary war 34 Jahre alt, als Michaela ermordet wurde, und hatte ein Haus ungefähr 1,5 Kilometer vom Parkeingang entfernt. Der 70-jährige Gary Hartman wurde wegen Mordes ersten Grades und Vergewaltigung ersten Grades angeklagt. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war Gary Krankenpfleger im Bundesstaat Washington. Er arbeitete als Spezialist für Gemeindeschwestern im Western State Hospital. Er hatte ein sauberes Vorstrafenregister und lebte mit seiner dritten Ehefrau zusammen. Obwohl Gary behauptete, unschuldig zu sein, wurde er zu 26 Jahren Haft verurteilt. Bitte liken Sie dieses Video und teilen Sie Ihre Gedanken darüber in einem Kommentar. Als Harold Klaus und Tina Lynn sich 1978 kennenlernten, lebten sie in Florida. Tina war damals 15 und Harold 19 Jahre alt. Sie erlebten eine leidenschaftliche Liebe, die von ihren Mitmenschen als Wirbelsturmliebe bezeichnet wurde. Am 25. Juni 1979 heirateten sie in Volusia. Nur 6 Monate nach der Hochzeit bekamen sie ihre Tochter Harley Marie. Das junge Paar genoss das Glück, Eltern zu sein. Beide wurden von ihrem Umfeld als treusorgende Eltern beschrieben. Doch ihr Weg führte sie nach Texas, und das Kapitel Florida sollte endgültig geschlossen werden. Harold war ein erfahrener Tischler, und sie zogen in der Hoffnung auf eine gute Anstellung nach Texas. Obwohl Harolds Arbeit zu dieser Zeit nicht stabil war, hatte niemand, der sie kannte, je Anzeichen von Spannungen zwischen ihnen bemerkt. Nur wenige Monate nach ihrem Umzug nach Texas brachen Harold und Tina den Kontakt zu ihren Familien in Florida ab. Im Dezember 1980 erreichte eine Frau, die sich als Schwester Susanne ausgab, die Familie des Paares in Florida.
In diesem mysteriösen Telefonat sagte Susanne, sie würde das Auto des Paares zurückgeben und sie müssten sich treffen. Das Treffen wurde der Polizei im Voraus gemeldet, aber es existiert kein Polizeibericht über den Vorfall. Die Familien trafen sich mit Susanne und einigen anderen Personen auf einer Rennstrecke. Dort nahmen sie das Auto des Paares entgegen. Susanne erzählte ihnen, dass Harold und Tina ihrer religiösen Gruppe beigetreten seien und keine weltlichen Kontakte mehr wünschten. Die Familien von Harold und Tina fanden es unglaubwürdig, dass sie sich einer Sekte angeschlossen hatten, und informierten die Polizei. Die Polizei glaubte, dass Harolds Verschwinden freiwillig war und verwies auf die Rückgabe des Autos als Beweis. Die Familien von Harold und Tina wurden immer besorgter und suchten ständig nach Hinweisen. Sie warteten 40 Jahre lang darauf, dass ihre Kinder zurückkommen, dass die Türklingel läutet. Dank Fortschritten in der Ahnenforschung gaben sie die Hoffnung nie auf, ihre Kinder wiederzusehen. Leider erhielten die Familien Klaus und Lynn den schrecklichen Anruf erst im Jahr 2021. Doch bevor wir darauf eingehen, kehren wir zurück in das Jahr 1980, als sie verschwanden. Im Januar 1981 wurden in einem bewaldeten Gebiet nördlich von Houston zwei Leichen gefunden. Beide Leichen waren stark verwest. Der Mann war gefesselt und misshandelt worden, die Frau wurde erstickt. Am Tatort wurde auch ein blutiges Handtuch und ein paar Sporthosen gefunden. Es konnte jedoch nie festgestellt werden, ob die Leichen dort getötet wurden. Da die beiden Leichen nicht identifiziert werden konnten, wurden sie in ein namenloses Grab gelegt und blieben 41 Jahre lang ohne Identität. Da sie neu in Texas waren, kannte sie damals niemand. Im Jahr 2021 begann Allison Peacock, eine forensische Genealogin, mit ihrem Team zu ermitteln. Durch die Arbeit des forensischen Teams konnten sie die Identität der beiden Leichen schnell feststellen. Allison Peacock rief Harolds Familie an und fragte, ob sie vor langer Zeit einen vermissten Verwandten hätten. Die Person am Telefon war Harolds Schwester, die sagte, dass sie vor etwa 40 Jahren einen Bruder verloren hätten. Als sie von den grausamen Angriffen auf das junge Paar erfuhr, fragte sie den Ermittler nach Harley Marie. Sie sagte, dass Harley, das Baby, das bei ihren Eltern sein sollte, als sie verschwanden, weniger als ein Jahr alt war. Allison war überrascht von dem, was sie hörte. Während für Allison der Fall abgeschlossen schien, fing er jetzt erst an. Während ein Rätsel gelöst wurde, tauchte ein neues auf und nun lag der Fokus auf Harley Marie. Wenn Harley noch am Leben wäre, würde sie 42 Jahre alt werden und die Familie arbeitete mit den Ermittlern zusammen, um bei diesem Fall zu helfen. Informationen über Harley's Fall wurden öffentlich bekannt gegeben, einschließlich ihres letzten bekannten Aufenthaltsortes in Texas. Das Nationale Zentrum für vermisste und misshandelte Kinder erstellte ein rekonstruiertes Bild, das Hollys Erscheinung zeigen soll. Sie nahmen Kontakt zu mehreren Frauen auf, deren Phänotyp dem von Harley ähnelte, und führten DNA-Tests durch. Anfang Juni 2022 wurde Harley Marie Klaus schließlich von Genealogen gefunden. Diese Frau, die keinen Namen Harley hatte, lebte in Oklahoma. Sie war 42 Jahre alt und hatte 5 Kinder. Als die Ermittler ihre Geburtsurkunde sehen wollten, entdeckten sie, dass sie durch Adoption zur Familie gekommen war. Es wurde festgestellt, dass Harley vor Jahren in einer Kirche in Arizona abgegeben wurde und dann von ihrer neuen Familie aufgezogen wurde, die nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hatte. Das Geheimnis um das Baby Harley wurde gelöst, nachdem genau 40 Jahre seit ihrem Verschwinden vergangen waren. Das National Center for Missing and Exploited Children bot an, für ein Treffen zwischen Harley und ihrer leiblichen Familie zu bezahlen. Und die letzte Frage in diesem Fall war, wer für die Morde an Tina und Harold verantwortlich war. Die Frauen, die Harley in die Kirche brachten, waren Teil einer wandernden religiösen Gruppe, die lange weiße Gewänder trug. Die meisten Menschen glaubten, dass diese Frauen Teil einer Sekte waren, denn sie hatten betont, dass sie eine starke religiöse Überzeugung hatten. Es wird vermutet, dass die religiöse Gruppe, die das Auto zurückgab, und die Frauen,
die Harry in die Kirche brachten, derselben Sekte angehörten. Die Ermittlungen zu den Klaus-Morden sind immer noch ein aktiver Fall im Harris County Sheriff's Office. Für weitere Videos klicken Sie. Das Video auf der linken Seite kann als verstörend empfunden werden und wird daher nur für erwachsene Benutzer empfohlen. Die Wiedergabeliste auf der rechten Seite besteht aus Videos, die am beliebtesten sind.